meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space. Hab in der letzten Folge dieses riesen Viech da weggemacht. Diese riesen Zecken, Dosen, Dörte, Mistviech. Ich glaube ja. Und jetzt sollten wir hier tatsächlich hochgehen zu den Bushis. Mal gucken, was so passiert. Ich habe gar keine Background-Kamera an, ne? Also keine wunderschönen Lichter. Hör mal, was ist da los? Warte mal eben. Das Licht kann ich ja mal machen. Oh, warte mal. Das muss ich ja mal anstecken. Da. Das ist ein Treffstück. Naja, hübsch muss es ja aussehen, ne? Also so einfach ist das. So. Wer dafür keine Zeit hat mehr für Schönheit. Wo waren denn die Uschis nochmal? Weil da bin ich jetzt wieder einfach rausgegangen aus dem Fasch, oder? Echt, muss ich nochmal zum Bench? Hatte ich das beim letzten Mal nicht gemacht? Bench. E herstellen. Ja, stell doch einfach her jetzt. Okay. So, Speicherort. Ach, wir sollten ja diese Waffe machen, ne? Was war denn das nochmal? Ja, und jetzt? Was ist das? Modifiziere diese Waffe. Schwerer Standard-Sonderwaffen. Das ist genau das, was wir brauchen. Wow, für Wissenschaftsausrüstung sieht das ziemlich tödlich aus. Was soll ich damit machen? Laut Recherche haben die Wissenschaftler ihre Messungen innen vorgenommen. Dann müssen wir wohl den Bauch der Probe öffnen. Das würde zumindest die Harpunenkanonen erklären. Oh, gut. Ja, da kannst du mal sehen. Hier rein? Ja, direkt hier rein. Jawohl. Oh, das. So, wo müssen wir? Legen Sie nichts an! Bastard! Was? Was für ein Arsch, ne? Da müssen wir hin, oder? Ne, immer da rein, diese Kiste hier. Wo komme ich hier nicht rein, diese Kiste? Weil ich das von hier aus Dings machen muss. Warte. Statt dass ich mir die schon mal öffnen, ne? Geht nicht, Mann. Was soll denn das, ey? Was soll denn das Scheiße, ey? Was soll der Scheiße? So. Dann machen wir es eben halt von hier. Irgendwas ist doch hier. Was soll das sein? Aktivieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ding echt wirklich so bleibt. Kann ich das bewegen? Oh oh. Ich habe da so ein ganz mieses Gefühl bei dieser Sache. Außerdem auch dieser Bestie. Hm? Ist klar. Ist klar. Ist klar. Natürlich ist das klar. Und natürlich gefällt dir das, wenn ich da reingehe, Digga, ne? Wir wissen alle, dass da was passieren wird. Das geht nicht gut aus. Gut. Jetzt haben wir ja schon mal die Wand. Isaac, Sie müssen mit dem Käfig zur Öffnung rüber. Ach was. Norton, kannst du uns helfen? Natürlich kann er das. Das soll wohl ein Scherz sein. Vergessen Sie es. Ich gehe rein. Sie müssen nur den Käfig rüber zur Öffnung steuern. Wenn Sie es sagen, gehen Sie in den Käfig. Dann mach mal auf da, du Vogel. Oh je, oh je. So, drücke Tab in die Körper hier. Warum sollte ich das wollen? Kommt die Sonne auf einmal, ja. Jedes Mal, wenn ich die Aufnahmen mache, ne? Und jetzt? Soll ich Tab? Also, Santos, wie genau funktioniert das? Suchen Sie mit dem Sensoraufsatz der Waffe nach einem Nervennetz. Er sollte Ping machen, wenn Sie nahe dran sind. Ping? Ich schätze, dann schießen Sie eine Sonde rein.
Meine Telemetrie sollte aufleuchten und wir wissen, wo die Maschine ist. Endlich was Simples, oder? Was Simples? Ich bin im Bauch einer Bestie. Ist nicht unbedingt sehr simpel. Okay, das Zielsystem versucht zu sein. Eingestellt dann. Ich muss ein paar Simplatzen finden und eine Sonde hineinschießen, um die Informationen des Kreatur zu extrahieren. Es ist sehr dunkel hier drin, oder? Und sumpfig. Was ist denn das hier alles Ekliges? Okay, ich ziele mit der Sonde und folge dem Ping. Klingt gar nicht so schwer. War es jetzt korrekt? Nichts. Ich muss einen stärkeren Signalping finden. Immer noch nichts. Es muss hier irgendwo einen aktiven Knoten geben. Einen aktiven Knoten? Da wollen wir mal nicht hoffen, ne? Weil... Alter, das Ding lebt. Es ist praktisch tot. Praktisch tot? Sind Sie da sicher? Was? Kommen diese Missgeburten daher. Ach komm, hör auf. Das sind einfach zu viele. Alles in Ordnung? Nein, gar nicht. Das Ding hat einen unglaublichen Verteidigungsmechanismus. Und? Hat's funktioniert? Nein, das Signal ist extrem schwach. Ich kann es zu keinem speziellen Ort zurückverfolgen. Okay, ich suche nach einem anderen Nervennetz. Ja, gute Idee. Ja, das sollte das Signal verstärken. Gute Idee. Total gute Idee. Ja. Hauptsache hier liegt hier schon mal so ein Schlauch drin, ne? Das Ding ist praktisch tot. Am Arsch hängt der Hammer. Mehr Licht wäre geil, ne? Gibt es hier Licht? Hey. Ich wollte eigentlich nur... Ich hatte da gedacht, L für Licht. Und so. Die hatten wir schon beschossen, ne? Ne, da kamen wir gerade her. Also ich weiß gar nicht mehr, wo ich bald war. Nicht schon wieder diese Scheiße. Okay, kommt und holt mich. Was? Nein, bitte nicht. Alles okay? Ja. Jetzt wird's hell. Ehrlich, ich würde gerne hier verschwinden. Was sagt das Signal? Es ist definitiv stärker, aber... Noch eine? Noch eine. Okay, das sind die Dinger, die schon mal aktiviert worden sind, dann, ne?
Scheißdreck, es hat funktioniert, es hat funktioniert! Sehr schön. Ich weiß jetzt, wo die Maschine ist. Santos, nicht jetzt! Komm nicht raus, Mann. Mann, lass dir das nicht gefallen, Alter. Sind wir tot? Warum sind wir tot? Wie jetzt? Das Ganze nochmal von vorne? Na, guck mal, jetzt sind ja auch... Ja, Medis drin. Und Scheiß. Da warte mal. Das Ganze nochmal vorne? Ernsthaft? Womit hatten wir angefangen, damit das Ding funktioniert hat? So ein Ärger-Scheiß, ne? Dass man die ganze Wichse nochmal von vorne machen muss. Dann. Santos, es bewegt sich! Du sollst die Scheiße... Keine Sorge, es ist praktisch tot. Sind Sie da sicher? Unsere Lebensenergie, ne? Oh, noch mehr. Topsi, topsi. Noch mehr. Boah, Alter, das kann doch nicht wahr sein, Leute, ehrlich. So anstrengende Misten, gell? Alter, fick die Hände. Alles in Ordnung? Nein, gar nicht. Das Ding hat einen unglaublichen Verteidigungsmechanismus. Und? Hat's funktioniert? Nein, das Signal ist extrem schwach. Ich kann es zu keinem speziellen Ort zurückverfolgen. Okay, ich suche nach einem anderen Nervennetz. Ja gute Idee. Das sollte das Signal verstärken. Ja, am Arsch hängt der Hammer. Okay. Ich muss irgendwie gleich nach einem Weg finden, mich schnell zum... Naja. Ach komm. Ich mich immer. Wow, sehr viele Medikamente habe ich jetzt aber nicht, ne? Nichts. Na, doch die Hände. Ich muss einen stärkeren Signalping finden. Du mich auch. Immer noch nichts. Ich muss hier irgendwo einen aktiven Knoten finden. Falscher Knoten. Es muss hier irgendwo einen stärkeren Ping geben. Nichts. Ich muss einen stärkeren Signalping finden. Halt deine Schnauze. Ich muss einen stärkeren... Ne. Suchbot wartet an der Bank. Schön, soll er doch.
Kann mir mal einer erzählen, warum das jetzt so doll die Sonne scheint auf einmal? Tagelang völlige Dunkelheit bei uns. Und jetzt mache ich mal eine Dead Space Aufnahme, sowieso alles dunkel ist. Und was ist? Sonne. Gut, Medizin kann man immer gut gebrauchen, ne? Immer gut Medizin haben. Oh. Schon wieder diese Scheiße. Okay, kommt und holt mich. Alles okay? Ja. Ehrlich, ich würde gerne hier verschwinden. Was sagt das Signal? Es ist definitiv stärker, aber... Noch eine? Noch eine. Ach, fick dich doch, das ging einfach. Der mit dem Korb gleich hochziehen, ne? Nein. Scheiße, es hat funktioniert! Ich weiß jetzt, wo die Maschine ist. Santos, nicht jetzt! Geht das wieder los, doch? Weil drückst du ewig bekloppt diese ganzen scheiß Katzen, die lässt sich nicht wegmachen. Nachladen! Nachladen! Was? Wo denn? Warte! Missgeburt. Oh, Alter, noch mehr? Nachladen! Über dieses Nachladen, darüber müssen wir noch mal dringend sprechen. Okay, das war hoffentlich die letzte. Okay, dann lassen Sie. Sagen Sie bitte, dass Sie haben, was Sie brauchen. Ja. Ja, danke. Ja, bitte. Ich brauche einen Moment, um die Daten zu sichten. Mich nach oben bringen wäre sehr, sehr gut. Ich gehe zurück zu dem Käfig. Ich bin im Käfig. Bereit, wenn Sie es sind, Norton. Ja, bitte, raus hier. Norton! Der verarscht mich auch, wo es nur geht. Santos, haben wir die Position der Maschine? Ja, das sind tausende Signale. Alle konzentrieren sich weit unter der Planetenoberfläche. Das muss es sein. Da gibt es einen Eingang, den Berg weiter hoch, unterhalb einer zweiten Grabung. Den Berg weiter hoch? Das sind kahle Felswände. Ich habe unten Zelte-Ausrüstungen gesehen. Ach, schön. Santos und ich werden am Fuß des Berges alles vorbereiten. Norton... Kannst du dafür sorgen, dass Isaac sicher rauskommt? Klar, ich kümmere mich um ihn. Und Ellie. Ja? Ich liebe dich, das weißt du doch, oder? Was? Ja, klar. Isaac, wir treffen uns an der Felswand. Alles klar. Mit dir, Kollege, habe ich ein ganz mieses Gefühl. Dankeschön, dass ich raus darf. Norton, öffnen Sie den Käfig. Bitte. Nein. Was? Was? Wollen Sie hier sterben, dann ist das Ihre Chance. Ab sofort übernehme ich die Mission wieder. Hey, wo wollen Sie hin? Ellie retten. Norton! 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 Ja, ja, ja. Norton. Ellie, hörst du mich? Verdammt, er hat mein Signal gestört. Tja, du kleiner Penis. Hast du gedacht, der hilft dir, wa? Mhm. War ganz klar, dass er das nicht tut.
Ich hab ihn gleich erschossen, den Pemmel, Alter, ehrlich. Dieser kleine Bastard. Dieser kleine, dreckige Bastard. So. Müsste mal ein bisschen wieder... Dankeschön. This way. Irgendwie knuspert das hier mal so rum. Und mit dieser Bestie hier, da bin ich auch noch nicht so... Ne. Da glaube ich auch noch nicht, dass das hier alles war. Dann haben wir ja noch diese Unsterblichen, die hier noch am Start waren irgendwo. Persönliches Log, Dr. Earl Serrano. Das Nexus-Experiment ist, ja, einfach unglaublich. Ja. Wir fanden zwei fast unberührte Exemplare und die Crews arbeiten rund um die Uhr, um sie freizulegen. Wir lernen so viel über die Kommunikation dieser Necromorphs. Oh. Die gesamte Spezies scheint durch ein telepathisches Signal in Kontakt gekommen. Oh, wie schön, was für wundervolle Tiere. Fußsoldaten bis zur mächtigsten Kreatur. Ja, ja, bis zur mächtigsten Kreatur. Woher kommt das Signal? Dieser Frage werde ich nachgehen. Aus dem Arsch, wenn ich furzen muss. Necromorphs. Gemütlich. Fortschritt wird gespeichert. Kinderchen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.